Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und ihr seid hier in Voxel Tycoon und das ist die Vorschau Nummer 3. Wir sind letztes Mal so weit gewesen, dass wir geschaut haben, einen Bus fertig gemacht haben und so weiter. Hier ist jetzt das Spiel am Laufen. Wir müssen jetzt Geld machen. Wichtig ist, dass wir hier liefern und sowas. Wir haben hier schreckliche Dingens, also Eisenbahn wollten wir machen, aber ich glaube, das liegt hier unten an unserem Budget, dass das wohl nicht so klappt. Ich glaube aber, dass wir erstmal schauen müssen, dass wir hier Fahrzeuge kaufen. Und das machen wir alles nach dem Intro. Ich sag mal, bis gleich. So, da sind wir jetzt im Spiel drinne und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier erstmal ein paar Autos noch dazu kriegen. Kaufen wir mal den Holz-LKW, kaufen wir für 26,8. Da Halt hinzufügen. Halt ist hier oben zum Laden. Laden war ein und hier können wir auch voll anklicken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das bei den anderen LKWs auch gemacht habe. Hier können wir was anliefern dann. Achso, da müssen wir hier noch Halt hinzufügen machen. Da bitte einmal entladen, damit die das Holz kriegen. Dann kann das schon mal fahren. Wunderbar. Gut, und jetzt kaufen wir noch einen Wagen. Und zwar die Kohle. Dann haben wir auch kein Geld mehr da unten. Aber die holen das gleich schon wieder rein. Achso, dann müssen wir hier noch erst drauf. Halt hinzufügen ist hier. Da laden wir voll und fahren dann zu dem anderen Gebäude bzw. zur anderen Haltestelle. Und hier ist natürlich Laden angesagt und fahren. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld kriegen oder wir nehmen Kredit auf. So, hier haben wir beide doppelt jetzt, glaube ich, beliefert, ne? Kommt von da oben und von da. Was haben wir hier? Hier haben wir. Ah, da können wir vielleicht. Warte mal, da lassen wir gerade gucken. So ein Depot. Wie deckt das ab? Ah, okay, wenn wir hier hinbauen, würde das abdecken. Und wir könnten anliefern, warte mal. Aber was ist das zweite? Ist Erz. Aber wäre egal. Können wir erstmal das Holz machen, wenn. Und das Erz noch zusätzlich. Dafür müssen wir einen Kredit haben, damit wir das Geld kriegen, ne? Und das Leihen geht hier unten. So, dann können wir uns das leisten. Ich baue den hin, weil wir dann auch zwei Gebäude mit einem, wie heißt das Ding? Terminal bedienen können. So, und dann brauchen wir jetzt noch weiteres Geld. Warte mal, das Eisen, wo ist denn das? Da ist das Eisen. Okay, da müsste man noch eine Straße für hinbauen, die wir gerade nicht haben. Aber das, wir kriegen ja auf jeden Fall hier das Terminal hier oben, den nicht das Terminal, da oben den Holz Typen da beliefert. Also ist ja schon offen. Kaufen. Dann müssen wir nochmal Geld leihen. Und dann brauchen wir einen Holz-LKW. Kaufen wir. Und dann können wir den gleichen Halt hinzufügen. Hier beim Wald. Laden. Voll. Voll. Ja. Halt hinzufügen. Und der fährt nach hier oben. Und entladen. Und fahr mal los. So. Region Borgenteich. Achso, da kann man sehen, da gibt es Steine und da gibt es Holz. Biom ist Laubwald. Okay, alles klar. Gut, so sieht es aus da. Terminals brauchen wir jetzt nicht. Können wir sowieso nicht leisten. So, jetzt müssen wir mal gucken. 1400 in der Miese, dann leihen wir mal gerade Geld dazu. Hier fahren die LKWs, der bringt gerade Kohle dahin. Die Versorgung ist schlecht. 37%, aber er hat ja noch im Lager was, so ist nicht. Und Nachfrage ist gerade null. Oh, hier ist die Nachfrage gesunken beim Eisenerz. Okay, nur noch 80. Wahrscheinlich war das auch vorher mal 110, ne? Wie sieht es hier aus? 115. Ja, aber ich kann mir das nicht leisten, hier unten das Ding zu bauen. Die Straße bis dahin
bis zu dem und dann noch die Eisenerzressource da abzubauen. Hier, wie heißen sie? Ressourcengewinn kostet uns 47.000. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist zu teuer. Dafür müssen erstmal ein paar LKWs mehr fahren. Wir haben jetzt 22. Ich glaube, wir machen mal eine Stufe schneller hier, oder? So, wie viel Holz ist denn hier vorrätig? 58, okay. Ja, die holen ja auch immer nur 5 ab, ne? Also die Eisenbahn ist jetzt in weite Ferne gerückt. Das wird wohl nichts werden, ne? Da müssen wir erstmal richtig Geld scheffeln. Wie sieht's in unserem Labor aus? Da steht neue Forschung starten. Holz. Die brauchen dann 5 Holz. Wie, ich muss jetzt hier 5 Holz anliefern, damit die Geld das machen können, oder was? Dann ist mein Dingens ja hier falsch, oder? Ah, dann muss ich hier ein Depot noch bauen für die. Das kostet so ein blödes Terminal. Oh Mann, ey. Ja, super, oder? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Ding auch woanders hingesetzt, ne? Kann man sowas verschieben? Finden? Ne, Logistik. Ne, kann man wohl wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das nützt ja nichts. Das bedeutet, wir können jetzt hier mal so definitiv so ein Depot dann da hinbauen. Damit das wird, rotieren wir das mal gerade. Vielleicht wird das ja noch was. 19.000 haben wir auch dann. Ja, nützt ja nichts, ne, oder? Ja, komm, zack. Da müssen wir jetzt einen LKW dafür abkommandieren, der dann da einmal Holz hinbringt, oder wie sehe ich das? Oh. Schwierig. Wie viel Geld haben wir? 742, wir können bis 900, steht da. Dann zack, dann kaufen wir uns noch einen. Und der muss dann nachher irgendwo anders noch was hinliefern. Kaufen für 27.000. Halt hinzufügen. Wir holen das Holz da weg. Laden. Und Halt hinzufügen. Da entladen. Lassen den einmal laufen. Nicht laufen, fahren. Und wenn er fertig ist, dann müssen wir den umändern, dass er woanders lang fährt, ne? Ja. So, die kriegen dann das Holz da. Hm. Der LKW war es wohl nicht, oder? Dreht er irgendwo? Ach, der dreht da oben, damit er da reinfahren kann. Es ist nicht erlaubt, links abzubiegen auf der Straße. Okay, das bedeutet, der ist jetzt vorbei. Überholt da einer eigentlich? Mal gucken. Oh, nee, der überholt noch nicht mal. Das ist ja noch super, wa? Wo geht der ins Depot? Zum Depot schicken. Und dann wieder anmachen. Okay, läuft. Puh, haben wir gerade auch noch einen Stau verursacht, ne? So, hier sind schon... Ach Gott. Der braucht Holz ohne Ende hier. Ach, dann kannst du ihn gleich schon wieder anmachen, ne? Ist er schon wieder auf der Straße? Ich will's hoffen, ne? Ja, da kommen ja 1, 2, 3, 4 Holzfahrzeuge. Das bedeutet, wir müssen permanent bis 55 hier Holz anliefern. Ach ja, und der fährt da oben irgendwie rum, oder was? Damit er hier anliefert, da ist er. So, jetzt kommt das Holz. Und eins von der abgeschlossen und gleich sind die wieder weg. Okay, das heißt, das können wir erstmal laufen lassen. Also die Forschung ist recht teuer wohl, ne? Gut, das dauert dann, bis wir irgendwie eine Säge kriegen oder was das auch immer war, ne? Meldestadt Südost. Das können wir dann zumachen. So, wir haben 12.000. Wir nehmen 4.000 gerade gewinnmäßig ein. Ja. Also der Monat macht Plus.
Und trotz alledem müssen wir noch mehr Fahrzeuge haben, um Geld zu scheffeln. Ne? So, jetzt lass mal überlegen. Hier sind 15 drin, Nachfrage, aber keins im Lager. Was sagt das hier alles? Wir haben einen Deal. Okay. Das Verbindung ist schrecklich. Holzpreis 207. Ja, da kannst du gleich schon wieder ein Fahrzeug hinschicken, denke ich mal. Ich glaube, da fährt sowieso nur eins hin, ne? Dann macht das keinen Sinn. Dann kannst du gleich hier schon einen Kredit aufnehmen. Und Fahrzeug kaufen. Den Holzwagen kaufen. Umrüsten. Aus Depot losschicken. Nee, ich würde jetzt hier so ein Copy-Ding machen wollen, ne? Individuelle Route. Verarbeiten. Ah, speichern als. Okay, das sollte ich vielleicht gleich mal machen. Halt hinzufügen bedeutet das. Dort laden. Vollladen. Und halt hinzufügen. Hier. Entladen. Und speichern als Holz zu Heubach West. Das ist schon mal cool. Dann haben wir die erste Linie da und das läuft. So, 12.000 sind es da unten jetzt. Ja, das können wir erstmal zumachen. Und die kriegen gerade wieder 5 Holz, ne? Brauchen aber 125. Aber ich kann mir die Eisenbahn noch nicht leisten. Wir müssen erst was mit LKWs machen. Das ist halt so. Hier fahren schon mal wenigstens 2 hin. Aber die Lieferung ist immer noch schlecht. Der Holzpreis liegt bei 207. Aber da ist im Lager jetzt was drin und es dauert, bis das... Ja, die Nachfrage ist 41, die ist auch höher dann, ne? Ah, der Level ist benötigte Bevölkerung. 387, okay. Ja, die Stadt wächst natürlich auch dadurch wahrscheinlich. Vielleicht ist diese Rampe neu, weiß ich nicht. Ja. Hier sieht es jetzt gerade mit Minus da unten, aber das liegt daran, weil wahrscheinlich der Monat gerade angefangen ist, 2. Juni, genau. Letzten Monat haben wir ein leichtes Minus gemacht, aber wir haben ja auch hier neue Fahrzeuge gekauft. Eins auf jeden Fall. Ja, der Handel hat uns ein Fahrzeug beschert sozusagen. Wie sieht's denn mit den anderen Sachen hier aus? Die Kohle zum Beispiel, gucken wir nochmal rein. Durchschnittlich. Ja, der Weg ist nicht so weit, deswegen läuft es da einigermaßen, ne? Kohle bringt auch ein bisschen mehr Geld wie Holz. Okay. Die bleiben auch bei 120. Ich denke, wir müssen weiter Geld leihen, ne? Damit wir mehr Fahrzeuge kriegen, damit es mehr wird. Heubach West. Okay, hier ist wenigstens nicht mehr schrecklich, sondern jetzt schlecht. Haben gerade wieder Holz gekriegt. Oh, hier ist der Level. Voll grün, ne? 59 benötigte Bevölkerung. Hm. 11.000 steht da unten gerade. Ah, Insolvenz vermieden steht da gerade. Okay, das bedeutet, die Firmen, die gehen auch pleite. Ja, das ist natürlich krass dann, ne? Das bedeutet, hier liefern wir nichts an. Die werden irgendwann von der Bildfläche verschwinden dann, oder? Kann das sein? Ist hier noch einer? Ist auch Erz. Ja, das wird schwierig dann, die alle zu versorgen, dass nichts passiert. Oh, der Holzpreis fällt, das ist schlecht. Versorgung ist schlecht. Die kriegen immer 2 Fahrzeuge hier, sind aber schon sofort hier wieder auf Null gewesen fast.
Okay. Der ist, glaube ich, um 1 Euro hier gestiegen. Sind gerade die Häuser hier? Ach, die Häuser kann man auch anklicken oder so. Bevölkerung plus 20. Gebäude 37 plus 4. Okay, man kann also diese Gebäude anklicken. Na gut, Passagiere produzieren die und Nachfragen haben die auch. Keine Ahnung welche, aber die haben irgendwelche Nachfragen. Ah, die Nachfragen von Holz sind hier und Kohle. Da sind noch Statistiken von dem Dorf, alles klar. Jetzt haben wir 18.000. Ich denke mal, wir holen uns noch ein Fahrzeug rein. Und auch noch mal Holz. Kaufen wir. Oder sollen wir da die Kohle? Ne, die Kohle nehmen wir da jetzt. Das Fahrzeug ist erstmal billiger. Und... ja, wo habe ich jetzt falsch? Möchtest du kurzer Weg werden? Ja. Ich wollte da so hin. Hinzufügen. Wo ist die Kohlehütte? Da. Laden. 100%. Oh, da ist jetzt die Eisenerzmine. Am Rande der Insolvenz. Und tja, da kann ich da nicht ganz viel gegen tun, denke ich mal. Entladen. Weil ich habe kein Geld. Fahrzeug laufen lassen. Ich müsste jetzt Erz besorgen. Dafür brauche ich 50.000. Wie viel kann ich nur leihen? 90.000. 50.000 plus Straßenbau. Wo ist die Erzmine? Hier unten. Straßenbau, also da lang oder da lang. Ich schätze mal, hier ist kürzer. Müsste ich dahin verbinden. Das würde 50.000 das Ding kosten. Das Depot kostet auch nochmal 20.000. Die Straße kostet 207,70. Ich würde es vielleicht schaffen, aber... Also hier können wir eher das Holzdepot noch in Schwung bringen, ne? Also ich habe jetzt nicht genug Geld dafür, ne? Aber... Man könnte das hier so hinsetzen vielleicht, oder wo? Ja, Häuser abreißen ist zu teuer. Das Städtchen ist natürlich mehr nach da hinten gebaut, ne? Dann würde es wahrscheinlich so eher sein. Aber da ist er schon nicht mehr drin, ne? Und das wird teuer. Ja, kann ich nur so machen dann. Oder da. Da wäre nur 19.000. Ja, ist dann die Frage, ne? Holz. 19.000 hätte ich jetzt so ungefähr. Könnte dann mir noch ein LKW mit Geld leihen machen. Sollen wir das nochmal machen? Wir machen das nochmal. 20.000. Jetzt müssen wir den Holz-LKW noch haben. Können wir uns gerade nicht leisten. Müssen wir da noch einen Kredit aufnehmen. So, das ist hier oben. 26, ja, da gleich geht er. Irgendwer muss nur gerade abliefern, oder? Also geht's jetzt runter. Komm, zack. Den Holz-LKW kaufen wir. Und halt hinzufügen. Laden voll. Und dann da hinten hin. Ja, ob das dann reicht, ist die Frage. Aber wir müssen dann gucken, dass wir einen zweiten LKW dann dazu kriegen, ne? Und entladen. Und auf geht die Reise. Hier, die machen auch zu. Ja, kann ich auch nicht ändern. So, 23.000 ist das Geld. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie wir das hinkriegen. Können wir noch was leihen? Ja. Ach, wir können sogar ein bisschen mehr jetzt leihen, so wie es aussieht. Wir sind schon besser geworden. Ja, komm, zack, nochmal leihen und wir schicken da noch einen zweiten LKW. Nur so kriegen wir das Geld sowieso gemacht. Ach, hier sind wir irgendwie falsch, ne?
Hier muss das Haus sein. Das Haus ist gut. Nochmal ein LKW. Kaufen. Auswählen. Halt hinzufügen. Laden. Vollladen. Halt hinzufügen. Da hinten hin. Wähle einen Zielort. Da. Entladen. Und starte das Auto. So. Hier war wohl noch keiner, aber müssen wir gucken. 154, 153 Tage, okay. Gevres Süd ist das hier. Gevres West. Okay. Hier können wir nichts machen, die werden pleite gehen. Die nicht, die nicht. Ja, hier ist es schon die Hälfte da, aber ich habe nicht genug Geld. Wie viel Geld ist denn jetzt noch zweimal sozusagen? Also 45.000. Plus das, was wir auf dem Konto haben, reicht nicht, um da unten eine Straße hinzubauen zum Eisenerz. Dann werden wir halt keine Eisengeschichten machen können, ne? Das ist halt so. Was macht hier unser 17? Okay, das läuft ja wenigstens, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch erst wieder einen Cut. Wir machen bestimmt noch eine Vorschau. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.